Ah, grüß Gott, suchen Sie einen Bastel? Ja, damit kann ich halt nicht dienen, weil ich bin nämlich halt der Josef. Der Grund für meine Verkleidung ist halt das Josefi-Treffen in Neumarkt. Hier versammeln sich Josefs und Josefinen, um im Rahmen des Namenstages gemütlich beisammen zu sitzen. Denn jede Josefine oder Josef kriegt ein geschmackiges Essen. Einen extra braunen Bock. Was für Vorteile hat es heute, Josef zum heißen? Josef ist ein heiliger Name und eigentlich, ich war immer stolz, dass ich Josef heiße. Beim Öko-Berggasthof Sammüller findet die ganze Gaudi statt. Und der Chef hat noch was Besonderes für Pärchen vorbereitet, weil wenn beide Josef oder Josefine heißen, kriegen die Übernachtung geschenkt im Romantikzimmer. Das Bett ist schon gemütlich und weil man nicht gerne allein liegt, habe ich neben mir einen Josef da. Josef, du bist der Organisator vom Josefi-Treffer. Sag mal, was steckt denn da dahinter? Ja, erst einmal servus Josef, ich gratuliere dir alles Gute zum Namenstag. Dankeschön. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre, den Josefi-Tag, und haben eigentlich gefragt, wenn immer Leute kommen. Mit Leute kommen, wir spielen das Essen, wir machen einen Josefs-Leberkäse und wir machen einen Josefi-Bock. Und den gehen wir so gern her, weil wir einfach wollen, dass viele Leute kommen. Und das Zimmer gibt es ja bloß, wenn man ein Pärchen hat, das Josef und Josefine heißt. Wie oft ist denn das schon vorgekommen? Noch gar nicht. Aber wir warten immer drauf, dass wer kommt. Wir richten jetzt mal das Zimmer her und hoffen natürlich, vielleicht kommt heute auch wieder wer. Ein Josefi und eine Josefine. Man ist also bestens gerüstet für einen großen Ansturm an Josefs und Josefinen. Ah ja, eins noch. Ich wünsche einen schönen Namenstag. Danke! Josef zum Sei hat seine Vorzüge, aber ich bin halt der Wastel. Obwohl, es war schön, Josef zum Sei für einen Tag.